Servus, Freunde. Ganz kurz vorab, ich habe das Video gerade fertig geschnitten und ich habe mir gedacht, ich möchte vorab gerne nochmal eine kurze Information euch zur Verfügung stellen. Und zwar, es wird hier einen Dreiteiler geben. Ich habe so unendlich viel Infos für euch, Bild- und Videomaterial. Das wäre echt schade, das in so ein 10-Minuten-Video reinzupacken. Das heißt, im ersten Teil, in dem Teil, was ihr jetzt euch anschaut, geht es um den Einbau und einen ganz kurzen ersten Eindruck. Also ist wirklich der Hammer. Guckt es euch bitte bis zum Ende an. Dann im zweiten Teil wird es ein Interview geben. Das Interview, das sind die Fragen, die ich vorab auf Instagram ja, von euch bekommen habe. Und im dritten Teil wird es einen ausführlichen Fahrbericht geben. Auch mit meiner Frau gemeinsam, um mal wirklich zu testen, wo ist hier der große Unterschied. Ich kann schon sagen, ich fahre es aktuell, es ist wirklich der Hammer. Aber dazu halt dann mehr im dritten Teil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich würde mich sehr freuen, weil wir da wirklich enorm viel Energie jetzt reingesteckt haben. Das Schneiden hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, geht bitte auch gern zu Wilbers auf die sozialen Kanäle. Lasst da auch gerne mal ein Abo da. Checkt bei mir nochmal das Ganze ab auf Instagram. Und dann will ich gar nicht mehr lange schnacken. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß mit dem Video. Tschüss. So Leute, jetzt beginnt die Probefahrt. Ich merke es schon. Ich merke. So, jetzt geht es hier gerade tatsächlich los. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was jetzt so die ersten Steps sind, was wir jetzt machen tatsächlich? Ja, ich lege vorne los. Das Erste, was passieren muss, ist, dass ja die Gabelfedern rauskommen und wir dann hinterher das Öl wechseln können und dergleichen. Dafür müssen natürlich vorne erstmal eben die Bremsen ab, das Vorderrad raus, die Gabeln raus und dann auf den Tisch und auseinander. Hinten ist es ja letztendlich kein großes Drama mehr. Die Koffer ab, die beiden Federbeine raus Ja. und dann. Das ist ja quasi Plug and Play. Raus, neu rein. Ja. Dann noch eine letzte Frage. Wie lange dauert das ungefähr, jetzt so ein komplettes Fahrwerk hier einzubauen? Wenn das gut läuft, sage ich jetzt mal, und die Maschine schon die neueren Klemmungen hat Ja. oben, gab es ja das alte System mit dem Kontermotor, Ja. die neueren haben ja oben schon so ein modernes Klemmsystem quasi, dann bin ich in 2,5, 3 Stunden unbedingt Boah, fertig. okay. Nicht schlecht. Alles klar. Dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ja. So, jetzt haben wir gerade festgestellt, dass bei mir eine gewisse Undichte vorhanden ist. Das heißt, man sieht jetzt hier so ganz leicht, da läuft schon ein bisschen was durch. Ist jetzt nicht viel, ne? Aber ja, braucht man halt nicht. Und das Schöne ist, ja, das ist halt ja, die reale Welt, sag ich mal. Das kommt halt schon mal vor, ne? Und das kann man hier bei Wilbers natürlich direkt erkennen und ja, wird gleich mitgemacht. Kannst du mir einmal ganz kurz sagen oder kannst du uns einmal zeigen, was da jetzt genau nochmal ja, gemacht wird tatsächlich? Also im Verhältnis zum normalen Ablauf, sage ich jetzt mal. Also normalerweise würde ich die Gabel aufmachen, das Öl rauskippen, die Feder erneuern, das Ganze entlüften Ja. und wieder zusammenbauen, ab ins Motorrad, ab dafür. Ja. Wenn jetzt die Undichtigkeit gegeben ist und wir tatsächlich eine Wartung machen, dann machen wir einmal den Rundumschlag, Ja. nehmen die Gabel komplett auseinander, das Innenrohr kommt raus, das wird einmal poliert, da gucken wir einmal, ob das Ja. gerade läuft, also ne, nicht, dass das irgendwo mal durch einen Kipper oder was einen Schaden bekommen hat, erneuern die Simmelringe.
und die Staubkappen. Ja. Und machen dann den restlichen Ablauf so wie gehabt. Also ja. Feder rein, Öl rein, entlüften, ab dafür. Top, alles klar. Perfekt. Dann machen wir jetzt das erstmal und danach geht's ja, wie gewohnt weiter, sag ich mal. Weil bei Harley ja keine Cartridge in der Gabel verbaut ist, ja, sitzt die ganze Federvorspannung oben auf diesem Deckel. Ja. Deswegen sind wir da immer so ein bisschen vorsichtig und geben da eben ein bisschen Druck drauf, denn wenn man das Innenrohr hier löst, ja, dann schießt der Gabel, der Deckel quasi oben, okay, mit der Kraft der Gabelfeder raus. Ja. Das ist so ein bisschen empfindlich. So. Dann haben wir einmal den Deckel, die Vorspannhülse. Ja. Dann können wir das Gabel hier einmal auskippen. Ja. Das sieht aber tatsächlich noch ganz frisch aus. So, jetzt haben wir hier einmal alles dargelegt und da sieht man auch tatsächlich, das sind die beiden Übeltäter wahrscheinlich, wo das Öl durchgedrückt ist. Nicht nur wahrscheinlich, sondern zu 100%. Ne? Ja. Das kann man ganz gut erkennen, glaube ich auch. Alles klar. So, das heißt, im nächsten Step werden jetzt, ja, werden jetzt quasi die neuen Sachen eingesetzt, die neuen Simmerringe, ne? Und dann geht es weiter wie geplant, glaube ich, oder? Ja, was bei uns auf jeden Fall nochmal fester Bestandteil der Gabelwartung ist, und ich habe eben gehört, wir machen Gabelbearbeitung, das heißt, die Führungen werden erneuert. Okay. Ist auf jeden Fall, dass wir die Rohre nochmal ordentlich polieren. Ja. Weil, also wie man erkennen kann, hier diese Spuren, ja, nennen sich Riefen, entstehen eben tatsächlich einfach, wenn so ein Motorrad über 30.000 Kilometer läuft, wenn dann mal irgendwo ein Staubkorn, ja, sich in der Staubkappe verfängt und dann, ne, in der Bewegung über das Metallrohr schleift. Das ist ja alles nichts Schwerwiegendes. Ja. Und es ist aber auf jeden Fall ein Vorteil fürs Ansprechverhalten, fürs Einfädeln der Gabel. Okay. Wenn die rauskommen. Okay. Deswegen wird das Ding jetzt nochmal eingespannt, einmal überpoliert, dann kommen diese Riefen da raus. Ja. Und dann bauen wir sie wieder zusammen. Alles klar, top, danke euch. Genau, das ist jetzt praktisch das Nachherbild. Man sieht es auch tatsächlich. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Und ja, das sind so Kleinigkeiten, sag ich mal, die am Ende aber auch einiges ausmachen können. Und wenn wir schon mal hier sind und uns ein neues Fahrwerk einbauen lassen, dann sollte das zum guten Ton dazugehören. Also, jetzt haben wir quasi einmal das wieder alles zusammengesteckt, wie man hier ganz gut sehen kann. Und jetzt kommt ja eigentlich erst der tatsächliche Schritt, ne? Genau, jetzt kommen unsere Komponenten quasi rein. Das Erste, was dann kommt, ist das Öl. Das muss natürlich die passende Menge sein. Das wird eingefüllt und dann anhand der oben noch bestehenden Luftkammer kontrolliert. Mhm. Das wäre jetzt das Erste, was passiert. Ja. Und dann ist es letztendlich nur noch zusammenbauen. Okay. Feder rein, Hülse rein. Alles klar. Dann leg mal los. Mach ich. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta get my work in. I can leave it all to chance, let's make it certain. Yeah, but I had to lose it all to find my purpose. Yeah, but I won't do that twice, it made me nervous. Let's get to work in. I'm like check one, check two, gonna get a space now. Want this, want that, gotta understand. Jokes on you, boy, tell me you the man now. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta get my reps up. So, wie man jetzt sehen kann, das ist alles wieder jetzt soweit fertig. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz bitte zusammenfassen, was wir jetzt quasi ja, in so einer in so Schnellformat, was wir jetzt alles gemacht haben? Ja, klar. Also vorne angefangen, Schutzblech ab, Bremsen ab, Rad raus, die Gabeln aus dem Bike raus, einmal zerlegt, dann eben die Undichtigkeit festgestellt, ja, die Wartung einmal gemacht, Simmringe erneuert, unsere Federn rein, unser Gabelöl rein, alles vernünftig eingestellt, passende Luftkammer. Die Gabel wieder montiert und dann vorne alles, ja, in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Ja, und das war's schon. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, aber es ging auf jeden Fall super schnell, trotz der Wartungsgeschichte noch, die wir gemacht haben. Ne? Ja, und jetzt geht's nach hinten tatsächlich. Genau, geht's hinten und dann schauen wir uns das, würde ich mal sagen, direkt an.
Ja, los. So, Leute, jetzt haben wir kurz einen kleinen Break. Ich muss sagen, das ist hier so eine coole Erfahrung. Die sind alle so korrekt hier in dem Laden. Also hier wird alles erklärt, ganz in Ruhe, ganz vernünftig. Welche Feder, also du kannst wirklich, wenn du da so interessiert bist, kannst du so ins Technische reingehen. Ich könnte den ganzen Tag verbringen und auch wirklich alle durchweg, ne? Super sympathisch. Also ich bin total baff, ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber jetzt geht's gleich weiter. Wir gucken jetzt erstmal uns den weiteren Einbau an und dann haben wir nachher nochmal so ein kleines FAQ und schauen mal, wo die Reise hingeht. So, jetzt haben wir wieder festgestellt, das ging auch verdammt schnell. Ja, das ist wirklich verrückt, ne? Hier einmal der Nivomat, da haben wir die andere Geschichte. Kannst du uns einmal ganz kurz erklären, was du jetzt nochmal im Detail gemacht hast? Tatsächlich, in dem Fall ist es ja einfach Plug and Play. Ja. Auf der linken, auf der rechten Seite jeweils die konventionellen Federbeine raus. Ja. Dann links den Nivomaten verbaut, rechts haben wir wieder ein konventionelles einstellbares Federbein drin. Ja. Das müssen wir gleich nochmal eben auf die Negativfederwege kontrollieren und dann sind wir eigentlich schon durch. Sind wir schon durch, perfekt. Ja. Ich danke dir, alles klar. So Leute, jetzt beginnt die Probefahrt. Ich merke es schon. Oh Mann, ist das gut. Ich merke es. Okay, das ist was ganz anderes jetzt. So, ich versuche jetzt erstmal hier aus dem Industriegebiet rauszukommen. Ich kenne mich hier nicht so ganz so gut aus, aber das kriegen wir schon hin. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich werde jetzt hier mal richtig so welche Dinger mitnehmen. Gullideckel. Hör auf, das ist so krass. Alter Schwede. Also es ist wirklich ein komplett anderes Fahrgefühl. Boah, ach du Hilfe. Okay, das ist echt krass. Jetzt habt ihr das gerade vielleicht gemerkt. Also ich bin hier 3 Stunden hingefahren, ne? Mit der Harley. Und das ging mir dann irgendwann auf der A30 bei Rheine. Ausfahrt Rheine, da hat es hier gescheppert, also das war wirklich echt extrem, ne? Und ich finde auch, das kommerzielle Fahrwerk ist ein bisschen zu hart. Und jetzt, wenn man hier guckt, ne, wie man hier reingeht, auch schon in die Kurve, es ist ein ganz anderes Gefühl. Boah! Es ist so ein unglaubliches Gefühl von leicht, also ich, jetzt hört sich bescheuert an, aber die Roadlight fühlt sich leichter an. Als wenn ich mal eben so, weiß ich nicht, 50, 100 Kilo kurz hier irgendwo abgebaut hätte. Das ist doch nicht normal. Boah. Wir fahren jetzt erstmal wieder zurück zu Wilbers. Machen noch ein Interview. Das kommt auf jeden Fall im nächsten Video. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Wer Bock hat, abonniert gerne meinen Kanal. Geht bitte auch auf die Seite, auf die Instagram-Seite oder die Instagram-Accounts beziehungsweise die kompletten Social-Media-Kanäle von Wilbers. Das ist so eine geile Nummer, dass die uns hier mitnehmen, dass wir uns das alles anschauen können, dass die jetzt alles mitmachen. Das ist so cool. Das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich auch so sehr zu schätzen. Einfach nur geil. So, hier wieder ein Bahnübergang. Zack. Nicht da. Der ist nicht da. Optisch ist er da, aber du fühlst es nicht. Ist das heftig. So ein schöner Schräger jetzt nochmal. Ja, komm mir auf, ehrlich. Ist das krass. Wow. Hut ab. Wirklich Hut ab. Er ist ja richtig, ne? Also Leute, das ist nicht normal. Brutal, ehrlich. Das ist ein anderes Motorrad. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh?
So gay, we hustle, but then what then? Oh my.